Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit der Schildenkarte. Wir sind bei und ja, wir rüsten unsere Geräte um. Ich will jetzt nachher. Ich fange jetzt mit dem Verkauf an, um dann später alte Geräte zu verkaufen. Und mir eigentlich modfreie Geräte zu kaufen. Ich möchte komplett auf fast alle Mods verzichten. Bis ich im Klaren bin, was wer wo Errors verursacht. Das sagt gut, ne? Das ist ein anderer Punkt. Ja, deswegen mache ich alle Mods weg. Da ich ja die ja nicht. Ja, gut, ich kann die sofort wegmachen, aber dann ist das ja auch das Geld weg. Und das will ich ja nicht. Also das Geld will man doch gerne mitnehmen. Und später. Erstmal die Original kaufen. Wenn wir Original nehmen können, sind Original. Und dann nachher im weiteren Verlauf. Wenn wir der Meinung sind, wir brauchen unbedingt ein Gerät, was Funktion hat, Autoload zum Beispiel, dann nehmen wir den Mod auch raus. Oder nehmen wir gerade jetzt weg, immer so mal so. Also für Holz zum Beispiel, für Ballen und so, für. Da würde ich auch den Mod nicht verzichten wollen. Also mir die ganze Menge für Stroh aufladen wollen am Händler ist doch heftig, ne? Also deswegen bin ich allein unterwegs, ne? Mal dazu sagen, ne? Muss ja jeder wissen. Und da nichts hat, nicht hat. So, jetzt ist es wohl egal, wir müssen so ranfahren, deswegen wird mal schauen. Und dann gleich links und rechts machen würde, wäre es gut, ne? Aber wir fahren mal hier so schön ran. Beziehungsweise da rein. Mal sehen, wo er Dünger abgibt. Also eigentlich zu beiden Seiten normalerweise. So. Besser wäre andersrum, ne? Ja, noch Dünger, mal raus. Hier ist Platz. Gut Platz. So, leer. Also den Saatgut verkaufen wir jetzt nicht, das ist halt unser Lager. Das schieben wir jetzt entsprechend da rein. Beziehungsweise wir kippen das da ab. Rechts ist Dünger. So, dem Reit muss er sein. Ist auch schon entsprechend und wir schon rein. Denn das können wir im Frühjahr wieder verwenden, ne? Das müssen wir ja nicht verschenken. Wenn es nicht verkaufen werden würde. Ich weiß nicht genau, ob wir das Geld wieder kriegen würden beim Händler. Aber ich sag mal, bevor wir das gar nicht erst wissen, wenn wir das entsprechend hier verscherbeln, ne? Unser Lager einfahren, ne? Im Notfall die Big Pack auf den lassen. Also bevor man das. Also Saatgut noch nicht allzu teuer, aber Dünger ist schon sehr teuer und das würde ich dann nicht so. Machen wollen.
haben noch vier Maschinen. Alle haben was drin. Die Düngerspeicher auch, denke ich mal. So, das verschenken wir nicht. Kann man nicht erlauben. Man wird hier auch nicht. Punkt. Genau. Irgendwann ist soweit, da habe ich alles verkauft. Wahrscheinlich, ja, was Mods sind. Wenn es Originalmaschinen sind, die könnte ich ja lassen. Weil die müssen wir verkaufen, weil da ist ja eigentlich nichts zu erwarten, dass die Fehler verursachen. Normalerweise. Könnte aber sein. Sieht man nicht aus, aber Originalmaschinen könnte man eigentlich behalten. Das hier habe ich verkauft 4 Mähdrescher. Alle 4 Mods. Die Schneidwerke habe ich noch behalten, weil die sind mir gut, wenn man halt 2x100 nehme und 1 Käse. Dann haben wir ja im Prinzip die Maschinen, die wir haben wollen, ne? Dann brauchen wir hier das Ganze auch nicht behalten. Theoretisch. Aber dann haben wir die Original-Schneidwerke. Da immer ein bisschen achten, dass die bei der Arbeit verbannt, das auch funktioniert, ne? Wenn das nicht funktioniert, weil die unterschiedliche Breiten haben, dann haben wir ein Problem bei der Ernte. Wenn der eine lässt was stehen und der andere macht alles weg, dann ist auf Dauer bei den großen Fällen doch ärgerlich. Da trägt er mir aber einen Pfeiler in der Mitte. Oder mehr hier zur Seite. Glaube ich was. So, wieder 6:30, ne? So, dann haben wir schon mal 2 Geräte, die jetzt leer sind. Weil verkaufen würde ich erst, wenn ich beides, bevor ich sicher sein kann, dass die alle leer sind. Ich dachte hier plötzlich, ein paar stehen, ne? Dass nur einer was drin hat, also das wäre dann äußerst schade. Wir würden ja Geld verschenken, also das wäre auch unsinnig, ne? Entschuldigung. Hier auch Dünger drin. 3000 Dünger, das sind 3 Big Bags, ne, oder so, ne? Ja, und bei Saatgut auch nochmal 10. Also, wenn es auch nicht viel ist, aber ein bisschen schon. Ups. Die Taktoren bremsen auch schlecht, das ist ja ungünstig, ne? Er gelassen. Natürlich, wenn er zuerst Dünger rausschmeißen würde, wäre es gut. Dann wäre es genau richtig. Gut, dann leer. Also ein Dort da gehabt. Macht nichts.
Hier mal rein, ne? Mach mal Licht an. Kleinfahrzeug am besten Licht. Das ist genau vom Silo, wo wir abkippen können. Und da muss es auch vom Silo sein, normalerweise. Schauen wir hier die drei Dinger nochmal, die wir geschoben kriegen. Nein. Nicht leer. Pionier, das reicht so. So, da. Weg ist er. Mal schauen mal. Anhängen. Wo er den Punkt hier hat. Ach hier. Da waren wir schon. Wahrscheinlich muss es höher gelegen, gebaut werden. Oder? Können wir nicht verschenken. Dünger ist anders teuer, also. Die können es ja hier nicht herstellen. Beziehungsweise könnten schon, also kein Mist. Aber das sind auch das Problem, man schaut, dass wir kein Mist kriegen, also überhaupt kein Mist. Mein guter Düngerproduktion ist eigentlich. Unrealistisch, also weil das funktioniert so nicht, also beziehungsweise wird es teuer. Und klar könnte man natürlich sagen, man macht die Bilder trocken und dann lässt verdunsten und dann haut man das entsprechend voll damit weg. Aber das funktioniert dann nicht. Ne? Na, wo geht du denn rein? So, die nächsten zwei. War gut. Alles andere interessiert mich nicht, ob die jetzt Wettbewerb machen mit Mannschaft und so. Das hat mit LF nichts zu tun. Weil auch Maschinen nicht so perfekt sind, sagen wir so, ne? Oh, gut, wer es mag, ne? Ich persönlich. Dafür keine Zeit. Ah, da kann zum Glück jeder machen, wie er will. Wer es mag, was tun. Es gibt zum Glück verschiedene Geschmäcker, ne? Wenn das nicht geben würde, dann wäre es ganz schlecht, ne?
alle das Gleiche machen würden. So, liebe Schauer, das soll es vor allem gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich auch hier mal wieder Tschüss und den Winkel. Ciao, ciao. Und wir sehen uns vielleicht zur nächsten Folge wieder. Und dann machen wir hier weiter und entsorgen uns die alten Geräte so nach und nach. Und dann sehen wir weiter, ne? Und beim nächsten Mal beginnen, muss ich vorher Mod-Ordner aufräumen, entfernen, beziehungsweise ja, löschen vorher. Oder vorher sichern. Dann sagen wir mal, wenn ich jetzt ein Originalgerät habe, was genauso funktioniert wie ein Mod, dann ziehe ich jetzt mal persönlich ein Originalgerät vor. Da erwarte ich keine Probleme. Beziehungsweise ich kann mir die nach und nach wieder rausbringen, die Mods. Und somit die Fehlerursache dann entsprechend einschränken. Ne? Also wenn eine Ära auftaucht, dann muss man sagen, dann muss man auf das Mod verzichten. Ne? Ups. Und Ende. Tschüss. Danke fürs Reinschauen.